Hi YouTube und willkommen zur 9. Folge von meiner 1 Million Dollar Haus Serie. Heute möchte ich euch eines der teuersten Häuser vorstellen, und zwar ist das von Fraggle 7777. Er hat sein Haus hier in Smallville. Und ja, da laufen wir jetzt mal hin. Was Besonderes an dem Haus ist eigentlich die ganze Redstone-Verkabelung. Also noch niemand hat so viel mit Redstone gearbeitet. Da funktioniert auch sehr viel mit dem Tag-Nacht-Sensor. Und das zeige ich euch eben ganz zum Schluss am Video, wenn ich wieder Außenaufnahmen mache. Und ja, das ist Smallville. Dieses Haus wird dann nächstes Mal kommen. Ich weiß bloß noch nicht genau, wann das sein wird, da ich nächsten Freitag kein Video hochladen kann, da ich im Urlaub bin. Ja, dieses Haus ist von Nürnberger K. Und wir laufen aber weiter. Und zwar ist das Haus von Fraggle ganz hinten links. Ja, hier haben wir es. Also ich finde es vom Design her echt klasse. Sieht es noch kurz von oben. Also er hat hier sehr viel mit Marmor und Holz gearbeitet. Und hier haben wir es. Das Haus heißt Electronics. Es hat den Wert von 706.925 Dollar und ist somit eines der teuersten, wenn nicht sogar das teuerste bis jetzt. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, wie gesagt, das hat Fraggle gebaut. Und jetzt zeige ich es von oben. Okay, man kann es nicht erkennen. Das zeige ich dann später, wenn es dunkel wird. Wir gehen jetzt mal hier hin. Er hat auch eine Haustür, deswegen muss ich kurz den Sound hochstellen. So. Und drücken. Ha. So. Jetzt machen wir wieder. 4. Ja. Und das war's. Smallville Nummer 5 Fraggle. Und wir haben geklingelt, also dürfen wir eintreten, auch wenn er nicht gerade zu Hause ist. Wir kommen jetzt zuerst mal in so einem Gang raus. Das ist eigentlich schon der Keller, was ich auch ziemlich cool finde in dem Haus. Also kein normaler Eingang im ersten oder im Erdgeschoss, sondern einfach mal so ein Eingang im Keller gemacht. Hier haben wir dann auch eine Garderobe und man kann in den Keller selber, in den eigentlichen Keller, kann man dann auch noch laufen. Und ich würde sagen, da fangen wir jetzt einfach mal an. So, hier geht es dann nochmal ein Stockwerk tiefer. Dann sind wir quasi im Keller des Kellers. Und dann ist wieder ein großer Gang. Was ich auch hier sehr cool finde, das ist eigentlich die, ja, das sind die verschiedenen Ebenen. Aber ich fange jetzt erstmal hier an. Ja, der Raum ist dunkel und wir laufen jetzt hier drüber und der Raum wird hell. Das finde ich auch cool, das hat er ziemlich oft verwendet. Und das sind einfach an- und ausschalte, wenn man den Raum verlässt, geht's aus. Und wenn man reinläuft, geht's an. Also quasi ein Energiesparhaus. Ja, hier haben wir das Badezimmer eigentlich ziemlich cool eingerichtet. So, noch eine Dusche. Die funktioniert sogar. Also hier oben haben wir einen Dispenser. Dann drückt man hier drauf, dass der Knopf nicht wegschwimmt. Und dann kann man hier duschen. So, fertig geduscht. Dann geht man raus und schaltet die Dusche aus. So. Ja, auch ziemlich cool. Dann haben wir hier die Toilette. Und ja, eigentlich alles ganz normal sonst. Dann verlassen wir den Raum und schalten das Licht wieder aus. Und dann gehen wir gegenüber in das Lager. Dort hat er einfach ein Weinlager und eine Tiefkühltruhe. Mal gucken, was da so alles drinnen ist. Oh, jetzt habe ich Fleisch bekommen. Ja, da unten haben wir es. Machen wir gleich nochmal auf der Seite. Kommt auch was raus? Ja, da kommt auch was raus. Cool. Ja, hier hinten hat er, glaube ich, seine Sachen noch gelagert, die er verwendet hat. So, haben wir hier noch nichts. Okay. Wie ihr hier sehen könnt, die Leute, die hier bauen, die haben kein Game Mod 1 und die haben auch kein World Edit. Also das bedeutet, die haben sich alles rausgegraben und dann ersetzt. Und das ist schon eine Leistung. Also das kann man gar nicht von außen so erkennen. Vor allem, dass das hier ein doppelter Keller ist. Ich glaube, das war eine Menge Arbeit. Hat auch sicher ewig gedauert. Ah, jetzt haben wir unten was vergessen. Schnell wieder runter. Und zwar haben wir hier noch eine zweite Ebene.
Wir fangen jetzt einfach mal links an. Und zwar hat die hier so ein Heimkino gebaut. Habe ich zumindest gedacht, dass es ist, aber er hat gesagt, dass es ein Schlafzimmer sein soll. Nein, andersrum. Ich habe gesagt, dass es ein Schlafzimmer ist und er hat gesagt, dass es ein Heimkino sein soll. So, was. Ja, egal. Hauptsache einen großen Fernseher und eine Surround-Sound-Anlage. Hier haben wir eigentlich Hintergrundbeleuchtung, sieht auch ziemlich cool aus. Dann hier eben, ich glaube, das sollte Teppichboden darstellen und hier eine Sitzbank. Und ich habe einfach gedacht, das sei ein Bett mit einem großen Kopfkissen. Ja, Minecraft kann sehr vielseitig sein. Auf jeden Fall eine coole Idee. Drücken wir mal drauf, vielleicht passiert was. Vielleicht kommt der Sound, aber ich habe es nicht an. Tut mir leid. Ja, so. Und gegenüber hatte hier ein Gästeschlafzimmer. Natürlich auch mit dem Fernseher. Für zwei Personen. Ja. Türe zu. Und dann gehen wir jetzt nach oben, würde ich sagen. So. Es ist noch hell draußen. Also können wir noch nicht so viel sehen mit der Beleuchtung. Ja, jetzt stehen wir hier so wieder in dem Gang. Wir fangen jetzt einfach mal links an. Da hat er auch wieder die Beleuchtung, die sich einschaltet, wenn man den Raum betritt. So. Ich glaube, das soll ein Arbeitszimmer sein. Hier haben wir einen Mülleimer, da ein Bücherregal mit einem Laptop und hier drüben nochmal ein Tisch. Ja, ich glaube, das ist ein Arbeitszimmer. Und wenn wir es verlassen, schaltet sich das Licht aus. Perfekt. Ja, in der Mitte haben wir ein Wohnzimmer. Hier kann man das Licht separat einschalten durch den Knopf. Also hier haben wir in jeder Ecke eine Redstone-Lampe. Dann kann man das so einfach mal einschalten und der Raum wird hell. Eigentlich genial gemacht, war es sicher eine Menge Arbeit. So, und dunkel. Von hier aus kann man dann auch raus in den Garten schauen oder auf den Eingangsbereich. Ja, rüber zur anderen Villa. Und genau. Ich wurde in letzter Zeit ziemlich oft gefragt, wie ihr auf meinem Server Häuser bauen könnt. Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst einfach bloß den Anweisungen in meiner Bewerbung folgen. Also ich habe unten ein Video gemacht oder auch verlinkt unten in der Videobeschreibung. Und zwar heißt das Video Bewerbung. Und ihr müsst einfach den Schritten folgen, die ich da so ein bisschen erläutere. Und mit ein bisschen Glück könnt ihr dann auch auf meinem Server so ein Haus bauen. Ja, wir machen das mal hier weiter. Das ist ein Pool. Indoor Pool. Auch ziemlich cool. So, die Redstone-Lampen schalten sich, glaube ich, ein, wenn es dunkel wird. Sehen wir nachher. Und dann haben wir noch eine Küche mit einer Essecke. Ja, von da kann man dann auch raus in den Garten schauen. Und da hinten auf die tolle Landschaftsgestaltung. Ja. Gut. Das war's dann im Erdgeschoss. Und jetzt gehen wir hoch in den ersten Stock. Ja, als erstes mal schaut euch die Deckenverkleidung an. Alles schön Holz. Ja, wir fangen rechts an. Da hat es dann das eigentliche Schlafzimmer vom Hausherrn, glaube ich. Ja, der hat natürlich den schönsten Ausblick. Und er hat hier, ganz cool, Regale. Da kann man Sachen reintun, keine Ahnung, Klamotten oder ein Wecker oder keine Ahnung was. Ja, auf jeden Fall auch eine coole Idee. Habe ich so auch noch gar nicht gesehen. Hat eine Glasdecke. Und wir gehen jetzt mal in den anderen Raum. Und zwar soll das so eine Art Galerie sein oder so ein Malerraum. Hier stehen einfach ein paar Staffeleien rum. Und hier ist er gerade am Malen. Ich habe hier drin, ja, hier drin sind sogar Malfarben, also Rot, Orange, Gelb, Kohle, leere Seiten. Ja, ich alles, was man so braucht. Draußen hat man auch eine wunderschöne Landschaft zum Abmalen. So. Und dann haben wir noch eine Terrasse. Ja, mit zwei Liegestühlen. Von da aus kann man einfach den ganzen Tag in der Sonne liegen, nichts tun. Ich meine, wer so ein Haus hat, braucht eh nichts mehr tun, weil er so viel Geld hat. Und hier natürlich ein Whirlpool. Sowas muss natürlich sein bei so einem Haus. So, da kann man schön zum Nachbar rüberschauen. Ach, genau, was ich auch noch sagen soll. Das Schlafzimmer ist mit Absicht in die Richtung gerichtet.
dass der Nachbar nicht reinschauen kann. Also somit kann niemand in sein eigenes Schlafzimmer schauen. Auch sehr genial gemacht. Ja, von hier aus kann man halt rüberschauen. Und die Sonne geht unter. Das bedeutet, die Redstone-Beleuchtung schaltet sich bald ein. So, wir fliegen jetzt mal kurz hier hin. So. So sieht das Haus aus, wenn es Tag ist. Und wenn es Nacht wird oder wenn es dunkel wird, schaltet sich dann die Außenbeleuchtung mit ein. Hoffentlich kommt das bald. So, muss ich euch noch ein bisschen zulabern. Ja, da haben wir es. Die Außenbeleuchtung schaltet ein. Also ist auf jeden Fall eine Menge Redstone-Zeug. Ich glaube, das zeige ich euch noch kurz. Und zwar fliegen wir hier in die Ecke. Und machen mal hier den Boden ein bisschen weg. So, dann sind wir hier unten. Und da sieht man wirklich, dass es alles verkabelt ist. Das komplette Grundstück. Bloß voll mit Kabel. Hier nochmal. Ja, und was natürlich auch wichtig ist, erst gerade für mich, da der Tag-Nacht-Sensor, also der braucht ziemlich viel Speicher. Und da ich ja schon in meiner Stadt, also die sich auf der Map befindet, ziemlich viele solche Sensoren habe, zieht es natürlich ganz schön an der Serverleistung. Und um das zu umgehen, hat Fraggle mir so einen An- und Ausschalter gebaut. Und zwar kann ich das einfach einschalten, dann leuchten Tag und Nacht die Lampen von außen und der Sensor zieht nicht mehr so viel Leistung vom Server. Ja, eigentlich auch cool gemacht, also Dankeschön. Ich danke dir auch nochmal besonders für das tolle Haus, es freut mich richtig. Schreibt es einfach unten in die Kommentare, wie ihr das Haus so findet und gebt dem Haus natürlich ein Like oder ein Dislike, kommt drauf an. Kein Dislike auf das Video, sondern unten auf meine Kommentare. Dann freue ich mich mit euch auf das nächste Video. Das wird am Montag kommen. Und zwar ein weiteres Biotech City Video. Und ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Bleibt auf jeden Fall noch kurz dran, da kommen jetzt die Außenbilder. Tag und Nacht natürlich. Und dann sage ich Ciao.